So, wir machen heute einen Night White. Wir brauchen erstmal ein bisschen Licht. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt hier ein Licht dran. Dazu gibt es einen freshen Übergang. So, das haben wir jetzt mehr oder weniger professionell und professionell hinbekommen. Ja, jetzt nur noch an den Lenker. Ja, hier. So, und jetzt auch am Lenker und ich glaube, jetzt kann es losgehen. Let's go. So, jetzt kann es losgehen. Das mit dem Licht ist eigentlich ehrlich ganz gut. Haben wir hier noch Licht? So. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, let's go, erste Abfahrt. Oh, gecased. Macht mal nix. Wuhu. Ja, okay. War ganz gut. Ich hoffe, man konnte es auf der GoPro sehen. Ich gucke es mir jetzt mal kurz an. Und dann ändere ich vielleicht was. Ich würde jetzt sagen, Table Line. Super gute Idee ist. I don't think so. Egal. Digga. Ja, egal. Weiter, weiter. Mit den kleinen Sprüngen hier. Man sieht halt einfach nicht, wo man landet. Das ist geisteskrank. So, ich habe die Idee. Wir fahren jetzt, ich glaube, 2, 3 Kilometer zu so einer Speedline. Hallo? Ey, krass, wie viele Leute um, warte, wie viel haben wir? Um 10:30 noch draußen sind. Deswegen schallern wir jetzt einfach mal runter. Achtung! Keine Ahnung, ich bezweifle, dass hier um die Uhrzeit jemand ist. Aber falls jetzt jemand sein sollte, dass er das weiß. Boah, Wurzelfeld. Boah. Oh Junge. Alter, ist das saftig. Okay, hier geht's auch nochmal runter. Mir ist actually gerade eine scheiß Fledermaus fast gegen Helm geflogen. Aber wirklich ganz knapp. Ja, wir sind jetzt auf der Hauptstraße. Auf spontan habe ich erstmal entschieden, wir machen noch eine kleine, was ist das hier? Halt. Kleine Street Session. Hier riecht es übelst nach Nachos und Käse. So, einen kleinen Wheelie können wir noch kurz zaubern. Witzig. Was hat er gesagt? Egal. Oh, jo. Wie lange? Wie lange können wir denn noch ziehen? Das ist die Frage. Können wir so einen Zeitraffer reinpacken? Jetzt müssen wir aber anhalten. Weil wir Rot haben. Jo. Tatsächlich vorne ein bisschen wenig Luftdruck, habe ich gerade nachgesehen. Aber hinten ist es noch okay. Also ich fahre ja generell ein bisschen wenig, so 2 Bar oder so. Ungefähr. Ja, aber es geht fit. Wir machen so eine flotte Wendung. Oh, Alter! Hallo! Okay, noch einen schnellen Wheelie. Ah, können wir noch weitermachen? Ich bin ziemlich in der Schräglage. Ah, okay, jetzt. Ah, nee. Das war's dann. Und jetzt ein schönes Treppenset. Okay. Fuck you, Skeletta.
Jetzt flippen wir mal alle. Boah. Und Whip. Das war kein Whip. Jetzt Challenge schwer, das eigentlich alles wieder hochzufahren. Wenn du Eier hast, ziehst du Wheelie. Was machst du Wheelie? Ich mach Wheelie. Soll ich Wheelie machen? Mach Wheelie, Wheelie. Machst du Video jetzt? Hä? Machst du Video? Ja. Okay, ja, komm nicht rein. Vielleicht kommen wir hier in dieses Ding hier. Parkhaus. Oh. Also ich würde gerne mit meinem Fahrrad zusammen einen Film schauen. Was? Ich würde gerne mit meinem Fahrrad zusammen einen Film schauen. Wäre das möglich? Also heute Abend nicht mehr. Läuft heute nichts mehr? Nee, wir machen gerade zu. Ach so, aber sonst kann man das mit Fahrrad einen Film gucken? Also an sich eigentlich nicht, das müsste unbestehen bleiben. Also eine Ausnahme könnte man machen? Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht ehrlich sagen. Man also muss dann einfach fragen. Ja, okay, danke. Dann schönen Abend noch. Ich bin gerade komplett verschwitzt. Es ist einfach viel zu heiß. Und hier hoch. Und hier rein. Treppen runter. Die könnte man eigentlich ja doppeln. Ja, wäre ein bisschen schwer, weil die Antwort ist ein bisschen schräg. So, also von da, wo wir jetzt hochfahren, fährt man runter. Springt dann da hinten rein. Ist eigentlich voll geil. Ansetzen, anfahren. Wow. Reinfahren. Abspringen. Stoppy. Ah. Türen öffnen sich. Das Dach hier ist echt relativ. Digga, this was very close. Jetzt aber, ja. Der wird ausgefahren. So, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Ja, war ganz entspannt. Sui steht auf der Lernliste. Digga, die wollen mich gerade flachsen, ne? So, guck mal, ich bin diesen ganzen Berg hochgefahren, um die Abkürzung durch den Wald zu nehmen. Das heißt Abkürzung, dass ich einfach durch den Wald fahre. Und jetzt darf ich diesen Kilometer wieder zurückfahren. Ich bin hier hochgefahren. Och, Digga. Ich hab 10 Minuten dafür gebraucht. Das ist so bodenlos, ne? Jetzt müssen wir das Ganze wieder runterfahren. Hab ich ehrlich gar keinen Bock zu. So, guck mal, wenn ihr denkt, so beim Knick war es. Nein, es geht nach rechts und dann nochmal komplett weit runter, Digga. Stuff. Ja, Bis nach da hinten, ganz hinten bin ich gefahren. Hab gar keinen Bock mehr. Geht hier ewig runter. Ah!
Ah, das war eine dumme Idee. Geh aus. Geh da raus, so. Ich sehe nur noch so flackern. Ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich versichere euch, ich werde mich auch irgendwann nochmal aufs Maul legen, dann habt ihr was zu lachen, aber in diesem Video leider nichts für euch. Aber, Freut sich. Digga, das wird eigentlich für dich. Ich hab die extra geschüttelt. Ich hab eigentlich gedacht, das Bastard. Auch. Okay, dann haut rein bis irgendwann. Kann auch nächste Woche vielleicht wieder. Scheiße.